Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der UFO-TV-Wochenschau. Diesmal mit folgenden Themen. Exklusiv: Rendlesham UFO auf Video. Zeigt ein neu aufgetauchtes Video tatsächlich ein UFO über Englands Roswell? 23 Minuten. Welche UFO-Videos uns laut Lou Elizondo noch so erwarten? Das Soul White Paper Nummer 5. Der Vatikan und die Aliens. Ein neuer Grundsatzartikel beleuchtet das Verhältnis zwischen Kirche und Außerirdischen. Per Gerichtsverfahren zur Aufklärung. Neue Klagen könnten die Gatekeeper zu mehr Offenheit zwingen. Wissenschaftliche UFOs. Die schüchterne Fernbeziehung zwischen dem Phänomen und der Wissenschaft wird langsam enger. Prognosen. Ein faktenbasierter Blick in meine persönliche Kristallkugel. Dieser Kanal vermeidet ja normalerweise UFO-Videos. Zumindest solche, die irgendwer irgendwo mit der Handykamera aufgenommen hat. Nicht, weil die vielleicht nicht echt sind, sondern weil man ihre Echtheit nicht nachweisen kann. Und alle Umstände rundherum. Eine Ausnahme sind von Militärs oder anderen offiziellen Stellen gemachte Aufnahmen und oder offiziell freigegebene Filme. Und jetzt gibt es eben ein neues Video. Das sollte es sich als echt herausstellen, auf jeden Fall in diese Kategorie fällt. Doch der Reihe nach. In den Weihnachtstagen 1980 kam es im Rendlesham Forest nahe des amerikanischen, ziemlich sicher mit Atomraketen bestückten Stützpunktes Bentwater zu seltsamen Vorfällen. Mehrere Armeeangehörige beobachteten an mehreren Tagen UFOs und näherten sich angeblich sogar einem Gelandeten. Seit längerer Zeit ist eine neue Dokumentation über den Vorfall angekündigt. Sie trägt den Titel Capel Green, nach der Wiese neben der Station, auf der sich vieles davon abgespielt hat. Dieser Kanal hat bereits darüber berichtet. Ursprünglich war die Premiere für Ende Juni angekündigt, wurde jetzt aber auf Herbst verschoben. Immerhin gibt es einen beeindruckenden Trailer mit vielen neuen Zeugen und Zeuginnen, größtenteils Ex-Militärs. Besonders auffällig im Trailer ist ein Moment, in dem in einer Nachstellung ein Armeeangehöriger den Vorfall filmt und die Videokassette anschließend mit einem Kampfjet nach Deutschland gebracht wird. Näheres dazu in der Wochenschau Nummer 24. Nun tauchte allerdings aus heiterem Himmel ein anderes Video auf, das ein UFO über Rendlesham Forest zeigen soll. Allerdings 20 Jahre später. In einem Artikel auf der News-Plattform Anomalien.com wird berichtet, dass das Material aus einem neuen Projekt des Filmemachers Mark Christopher Lee namens Rendlesham The British Roswell stammen soll. Irritierenderweise findet sich im Internet nichts über dieses Projekt. Auch nicht auf der Seite des Filmemachers, auf der IMDb, der Internationalen Filmdatenbank selbst, wo durchaus einige seiner Filme, die oft mit dem Phänomen zu tun haben, gelistet werden. Aus dem Artikel und der Beschreibung des Videos auf YouTube geht jedenfalls hervor, dass die Aufnahme von einem ehemaligen Kriminalpolizisten stammt, der später zum UFO-Forscher wurde und über eine umfangreiche Sammlung an Materialien verfügt. John Hansen, so sein Name, betreibt das Great British UFO Learning Center in Stratford-upon-Avon, arbeitete seinerzeit als Polizist mit der Militärbasis zusammen und besuchte den Ort immer wieder auf Spurensuche. Dabei erfuhr er von immer noch andauernden UFO-Sichtungen, und im Jahr 2000 scheint es ihm gelungen zu sein,
eines davon mit seiner Videokamera aufzunehmen. Laut Artikel wurde das Material zuvor noch nie veröffentlicht. Tatsächlich fliegt das Ganze bisher offenbar unter dem Radar der UFO-Öffentlichkeit. Außer dem mir zuvor nicht bekannten Online-Magazin Anomalien.com hat meines Wissens nach noch niemand berichtet. Und das Video auf YouTube hat zum aktuellen Zeitpunkt gerade einmal etwas über 500 Aufrufe. Wenn die Story stimmt, stammt es zumindest von einem ehemaligen Polizisten und wurde in der Nähe einer Luftwaffenbasis aufgenommen. Also ziemlich legitim. In dem unscharfen Schwarz-Weiß-Video sieht man jedenfalls am Nachthimmel über Bäumen ein breites und eher flaches, dunkles Objekt, möglicherweise quadratisch, vielleicht auch dreieckig. Jedenfalls scheinen die Eckpunkte Lichter zu haben, die auf eine der beiden Formen schließen lassen. Ein wenig darunter, in der Mitte, scheint sich ein Aufbau, quasi ein Untergeschoss, zu befinden. Dieses wirkt rund und ist mit zahlreichen Lichtern besetzt, die unregelmäßig blinken. Möglicherweise rotiert dieser Untersatz auch. Das alles ist schwer zu erkennen, vor allem in Standbildern. Nur wenn man sich das Video im Fluss anschaut, kann man genauere Eindrücke gewinnen. Blöderweise gibt es keinerlei Beschreibung der näheren Umstände des Videos oder darüber, was der oder die Augenzeugen tatsächlich gesehen haben. Ihr könnt euch aber gerne selbst ein eigenes Bild dazu machen. Link zum Artikel und zum Video in der Beschreibung. Persönlich glaube ich nicht an eine Fälschung. Das Ding sieht authentisch aus, was immer es auch ist. Derzeit also viel mehr offene Fragen als Antworten. Eventuell handelt es sich um einen bewusst gesetzten Leak des Filmemachers, um Aufmerksamkeit auf seine Produktion zu lenken und dadurch vielleicht finanzielle Unterstützung zu bekommen. Dafür würde auch ein Tweet von Christopher Lee sprechen, in dem er das UFO-Video selbst vorstellt. Und dort auf Twitter hat er inzwischen noch ein zweites Video aus derselben Zeit und von demselben Filmer präsentiert, das ein ähnliches Objekt zeigt. Nur ist der blinkende Lichtkranz diesmal oben. Es ist schwer zu sagen, was davon zu halten ist. Jedenfalls hat sich die UFO-Community noch nicht darauf gestürzt. Sollte die Quelle stimmen, wäre die Veröffentlichung aber nicht unbedeutend. Die UFO-TV-Wochenschau wird jedenfalls an der Sache dranbleiben und gegebenenfalls berichten. Das eben beschriebene Video lässt natürlich so gut wie alle Wünsche offen. Es ist alles andere als klar und man weiß nicht mit Sicherheit, wo und wann und unter welchen Umständen es aufgenommen wurde. Laut Lou Elizondo und einigen anderen ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern und Insidern wie Christopher Mellon gibt es allerdings in den Archiven der US-Behörden definitiv glasklare Aufnahmen von UFOs, die jeden Zweifel über einen nichtmenschlichen Ursprung der Flugobjekte ausschließen würden. Gesehen haben wir davon freilich noch nichts. Im Vorfeld der Veröffentlichung des Buches von Elizondo hat der Twitter-Account und YouTube-Channel Skyfire News nun allerdings eine durchaus bemerkenswerte Kompilation von Interviews mit dem ehemaligen ATIP-Chef zu diesem Thema zusammengestellt. Und zwar geht es um ein angeblich 23 Minuten langes Video, das er in verschiedenen Auftritten immer wieder erwähnt hat und das so etwas wie die berühmte Smoking Gun darstellen soll, also ein Beweis, den man nicht mehr wegdiskutieren kann. Ich empfehle, sich diese Kompilation selbst anzuschauen. Link in der Beschreibung. Zwar vermeidet Lou genaue Auskünfte, aber wenn man ihm aufmerksam zuhört, kann man doch einiges herauslesen.
So scheint es sich um eine Nahaufnahme durch eine vom amerikanischen Militär betriebene Überwachungseinheit zu handeln. Der Film zeigt ein physisch reales Objekt, das eindeutig als nichtmenschliche Technik zu erkennen sein soll, unter anderem, weil es sich offenbar mehrfach verformt. Soll heißen, dass sich die Form ändert und sich möglicherweise auch ein- oder mehrmals in mehrere Objekte aufteilt und wieder zusammenfügt. Elizondo bleibt bewusst vage, da er, wie er betont, nicht gewillt ist, ins Gefängnis zu gehen. Dennoch sind die Aussagen, zusammengefasst, recht umfangreich und man kann sich aufgrund dessen so einiges vorstellen. Eine hervorragende Besonderheit ist natürlich auch die Länge des beschriebenen Videos. In 23 Minuten müsste man so einiges ziemlich genau erkennen können. Und wie gesagt, Elizondo und andere behaupten, es gebe noch viel mehr ähnlich eindeutiges Material. Werden wir dieses je zu Gesicht bekommen? Nun, meine persönlichen Gedanken dazu dann im letzten Punkt dieser Wochenschau. Weitgehend unbemerkt von der öffentlichen Berichterstattung, aber unermüdlich, produziert die Sol Foundation einen Grundlagenartikel nach dem anderen. Dieser Kanal hat über alle berichtet. Oft basieren sie auf die Vorträge bei der spektakulären Gründungsversammlung im letzten November. Link zu den Videos in der Beschreibung. Einer der dort Vortragenden, der Theologe Paul Thigpen, hat nun ein weiteres sogenanntes White Paper auf der Website von Seoul veröffentlicht. Es trägt den Titel NHI, UAP and the Catholic Faith – How will the Church respond? Also nichtmenschliche Intelligenzen, UAPs und der katholische Glaube. Wie wird die Kirche reagieren? Darin beschreibt er umfassend und fundiert viele der Punkte, die er auch bereits bei seinem Vortrag präsentiert hat. Der Grundsatzartikel ist jedoch über 40 Seiten lang und daher viel detaillierter als sein Vortrag. In der ersten Hälfte widmet sich Thigpen einem historischen Überblick, der 2600 Jahre zurückreicht, nämlich von der griechischen Kosmologie über die Beschäftigung der frühen Kirchenväter mit diversen Himmelsphänomenen bis hin zum heutigen Status quo. Schon allein das ist ein wichtiger Beitrag zur historischen Einordnung von UAPs. Die zweite Hälfte beschäftigt sich dann mit der Frage, wie die Kirche und die Gläubigen auf die Enthüllung von nichtmenschlichen Intelligenzen und ihrer möglichen Präsenz hier und heute unter uns reagieren würden. Als Konfession mit über 1 Milliarde Mitglieder würde der katholischen Kirche hier meiner Meinung nach eine weltweit durchaus führende Rolle in der Einordnung dieser Erkenntnisse und dem Umgang damit zufallen. Auch wenn wir das hier im agnostischen und nur oberflächlich christlichen Mitteleuropa vielleicht nicht so erleben würden. Thigpen ist jedenfalls als Religionswissenschaftler und auch als bekennender Katholik in der Position, sich tatsächlich profund zu allen Details dieses möglichen Prozesses äußern zu können. Er zeigt Möglichkeiten auf, wie von Seiten des Vatikans am besten damit umzugehen wäre und auch welche Teile der Kirche, von Papst über Bischöfe bis zu kirchlichen Spitälern und Schulen, dabei welche Funktionen übernehmen könnten. Aus heutiger Sicht vielleicht noch sehr abstrakt, aber viel von dem, was Thigpen schreibt, könnte schon in kurzer Zeit nach einer möglichen Enthüllung sehr rasch sehr relevant werden. In der letzten Wochenschau wurde ja über die Klage von David Grush gegen eine Polizeistation wegen der illegalen Herausgabe seiner medizinischen Dokumente ausführlich berichtet. Nach meiner Interpretation handelt es sich hier vor allem um einen Warnschuss an die Behörden,
in Zukunft etwas sorgfältiger mit privaten Informationen von und über Whistleblower umzugehen. Nicht zuletzt, um zukünftigen potenziellen Whistleblower den Rücken zu stärken. Tatsächlich stellen die weithin unabhängigen amerikanischen Gerichte durchaus eine Möglichkeit dar, die Enthüllung und Aufklärung voranzutreiben. So brachte der journalistische Substack-Blog The UAP Register, genauer gesagt dessen Betreiber Dustin Slaughter, gerade eben eine Klage gegen die US Air Force und das National Air and Space Intelligence Center ein. Vereinfacht gesagt, richtet sich die Klage gegen die Ablehnung mehrerer Informationsfreiheitsanfragen zum Thema UFOs. Diese Behörden hatten wiederholt behauptet, sie hätten das von Slaughter angeforderte Material gar nicht. Konkret geht es um UFO-Videos, von deren Existenz der Kläger durch Informationen aus anderen Dokumenten überzeugt ist. Amerikanische Behörden können zwar die Herausgabe von gewissen Materialien aufgrund gewisser Bestimmungen ablehnen, aber nicht grundlos. Insbesondere einfach zu behaupten, sie hätten das Material nicht, wenn sie es doch haben, wäre illegal. Dies ist bereits die zweite Klage von Slaughter, eine ähnliche, die sich gegen die National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, also die Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde, richtet, steht nach seinen Angaben kurz vor einem Abschluss. NOAA ist übrigens jene Organisation, deren ehemaliger Leiter Admiral Tim Gallaudet inzwischen zu den ranghöchsten Betreibern der Aufklärung zählt. Doch nicht nur gegen Behörden kann geklagt werden. Bei der Frage, wieso die Wissenden ihr Wissen zurückhalten, kam immer wieder die Begründung auf, dass es im Fall der Offenlegung, insbesondere gegen amerikanische Rüstungskonzerne, auch Klagen wegen Wettbewerbsverzerrung geben könnte, sowie aufgrund von Anlegertäuschung. Denn wenn gewisse Firmen einseitig Material mit hochstehender, unbekannter Technologie von US-Behörden erhalten hätten, wäre das ein Wettbewerbsnachteil gegenüber Konkurrenten. Und wenn diese Firmen ihre Anleger, die als Aktionäre in den USA eine große Macht besitzen, nicht darüber informiert haben, wäre das ebenfalls strafbar. Noch ist so eine Klage nicht bekannt. Aber Matt Ford von der Good Trouble Show ließ gestern durch eine Reihe von Tweets aufhorchen, in denen er den Leiter von Lockheed, James Tacklett, in einer Art offenen Brief darüber nun informierte, in welchen Punkten dieser sich strafbar machen würde, falls er solche fortgeschrittene Technik tatsächlich geheim halten würde. Es ist nicht klar, was Ford genau damit bezwecken möchte und ob die Aktion eventuell eine Art Vorbote von tatsächlichen Klagen darstellt. Jedenfalls taggte Ford in seinem Tweet jede Menge Abgeordnete des amerikanischen Parlaments. Matt Ford, der ja auch zu mehreren UFO-Aufklärungsorganisationen wie dem UAP Disclosure Fund gehört, dieser Kanal hat berichtet, ist eigentlich nicht dafür bekannt, Dinge einfach nur so zu tun. Sein offener Brief kann daher durchaus als Warnung oder sogar als mögliche Ankündigung verstanden werden. Wir bleiben an der Sache dran. Ein besonderer Fokus dieses Channels ist es ja, die langsame Annäherung auch der Mainstream-Wissenschaft an das UAP-Thema zu beobachten und darüber zu berichten. Tatsächlich gibt es in fast jeder Folge der Wochenschau einen Bericht oder zumindest Hinweise auf die eine oder andere wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema. Und der Trend ist eindeutig. Tabus fallen, der Kreis der Wissenschaftler, die sich öffentlich dazu bekennen, sich für das Thema zu interessieren, wächst
und auch der Kreis der teilweise altehrwürdigen Institutionen, die sich dafür öffnen. Das reicht von Universitäten wie Stanford über Harvard bis Würzburg und auf institutioneller Seite bis hinauf zu der Forschungsförderung gewidmeten amerikanischen Regierungsorganisation NSF, der National Science Foundation. Und diese Öffnung schreitet voran. Bei der Jahreskonferenz des American Institute of Aeronautics and Astronautics, AIAA, der weltweit größten technischen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, Ende Juli, wurden gleich 3 Sitzungen zum Thema UAPs abgehalten. Ohne hier ins Detail gehen zu wollen, wurde darin die Realität von UAPs anerkannt, die dort allerdings lieber als AAVs, Advanced Aerospace Vehicles, also fortgeschrittene Luft- und Raumfahrzeuge, bezeichnet werden. Besprochen wurde infolgedessen, kurz gesagt, die Frage, was nun? Also wie damit umgehen, welche Schritte zur Erforschung unternehmen und welche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Wer sich näher dafür interessiert, weiterführende Links in der Beschreibung. Wenn so etwas auch kaum für große Schlagzeilen sorgt, tatsächlich sind es genau solche institutionellen Öffnungen dem Thema gegenüber, die langsam den Kreis der Interessierten und Forschenden erweitern. Was zum einen zu der ohnehin dringend nötigen stärkeren wissenschaftlichen Beschäftigung führt und zum anderen potenzielle Verschleierer zusätzlich unter Druck bringt. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine sozusagen Metastudie zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit UAPs. In einer Befragung unter rund 1500 Akademikern an rund 144 amerikanischen Universitäten ging es um die Offenheit dem Thema gegenüber und die mögliche Furcht, durch eine Beschäftigung damit an Ansehen zu verlieren. Die daraus entstandene Studie trägt den Titel Akademische Freiheit und das Unbekannte, Glaubwürdigkeit, Kritik und Nachforschungen unter Professoren. Link dazu in der Beschreibung. Das Ergebnis in Kürze. Das Interesse steigt und die Angst vor dem Stigma sinkt. Ja, tatsächlich. Auch wenn es sich vielleicht noch nicht so anfühlen mag, in Sachen UAPs geht es derzeit rasant voran. Mehr dazu, wie schon angekündigt, im nun folgenden letzten Punkt. Einer meiner Lieblingssprüche, den ich auf diesem Kanal auch schon öfters zitiert habe, lautet: Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Allerdings wage ich an dieser Stelle dennoch wieder einmal eine, auch weil ich dabei gleich ein paar Informationen unterbringen kann, die ich noch in dieser Wochenschau erwähnen wollte. Diese Informationen betreffen vor allem die amerikanische Gesetzgebung. Neben dem neuen Entwurf des jetzt Rounds-Schumer genannten Gesetzesentwurfs, wir haben darüber berichtet, gibt es nämlich auch noch weitere legislative Anstrengungen. Etwa ein eben von 2 Senatoren, dem Demokraten Mark Warner und dem Republikaner Marco Rubio, eingebrachter Änderungsvorschlag zum Intelligence Authorization Act, IAA, also dem Geheimdienstgenehmigungsgesetz. Dieses, jedes Jahr aufs Neue beschlossene Gesetz, regelt die Rechte und Pflichten der Geheimdienste sowie andere Details wie deren Finanzierung. Der Änderungsvorschlag zielt vor allem darauf ab, die Drohung zu verschärfen, Behörden die Finanzierung zu entziehen, wenn sie sich nicht den bereits beschlossenen Offenlegungsgesetzen unterwerfen. Also wenn ich das richtig verstanden habe. Link jedenfalls in der Beschreibung. Das klingt natürlich nach einer eher trockenen Gesetzesmaterie, ist aber für die internen Ränke verdammt wichtig. Genau
wie die subtilen Änderungen zwischen dem Schumer-Rounds-Gesetzesentwurf vom Vorjahr und dem aktuellen Rounds-Schumer-Entwurf. Wer sich dafür und andere Intrigen und Ränkespiele im US-Parlament näher interessiert, der sollte sich, und das ist eine meiner Videoempfehlungen für heute, das über zweistündige Interview mit Stephen Bassett auf dem Kanal Wettet anhören. Dort erklärt der bekannte UFO-Lobbyist brisante Details des Entwurfs und außerdem, wieso wir seiner Meinung nach bereits unmittelbar vor der Torlinie stehen und sehr bald die endgültige große Enthüllung haben werden. Übrigens äußerte sich auch Senator Rounds vor kurzem in einem Interview mit Matt Laszlo vorsichtig optimistisch darüber, dass der Entwurf in diesem Jahr durchgehen wird. Link zu all dem in der Beschreibung. Ein weiteres Interview, ausgerechnet mit einem Sicherheitsanalysten und Bitcoin-Experten, sorgte jüngst ebenfalls für einiges Aufsehen in der Community. Matthew Pines ist Director of Intelligence beim Cybersecurity-Unternehmen Sentinel One und ein National Security Fellow am Bitcoin Policy Institute, was ich jetzt einmal unkommentiert stehen lasse. Was jedenfalls außer Zweifel steht, er ist ein schwergewichtiger Insider, nicht nur was Cybersecurity betrifft, sondern auch Wirtschaftsunternehmen, insbesondere die Wall Street. In einem zweistündigen Interview mit dem Channel What Bitcoin Did gibt Pines gegen Ende ausführlich Auskunft über den Stand der Dinge in der UAP-Enthüllung. Es ist immer spannend, wenn plötzlich jemand auftaucht, der zuvor in der Szene überhaupt nicht bekannt war, aber offenbar über profundes Wissen verfügt und auch darüber spricht. So war das auch bei Pines. Das meiste, das er sagte, ist UFO-Interessierten zwar bereits bekannt, aber zum einen ist es verblüffend, mit welch tiefem Wissen, mit welchem Verständnis und mit welcher Detailkenntnis er darüber Auskunft gab. Zum anderen ließ er auch einige Details fallen, die man so noch nie zuvor gehört hatte. So würden laut ihm nicht nur mehrere neue Whistleblower bereitstehen, um alle Angaben von David Grush zu bestätigen, man würde auch noch in diesem Jahr sozusagen als coup de grâce, also im übertragenen Sinne als Todesstoß, von einer prominenten Persönlichkeit des öffentlichen Lebens eine nicht zu widerlegende Bestätigung erhalten und somit unumkehrbare Disclosure. Wer das sein würde, verriet Pines zwar nicht, aber alles deutet auf einen hochrangigen Politiker oder Militär hin, eventuell auch einen ehemaligen. Außerdem erklärte der Insider, dass die langsamen Enthüllungen der letzten Zeit und jene, die noch folgen werden, einem 7-Jahres-Plan folgen würden, um die Öffentlichkeit Schritt für Schritt an den Gedanken von nichtmenschlichen Intelligenzen zu gewöhnen und so die gefürchtete Catastrophic Disclosure zu verhindern. Okay, wenn ich alle diese neuen Informationen zusammennehme und auch noch die letzten Interviews mit Gary Nolan, Jim Samivan, Stephen Bassett, Daniel Sheehan und Grant Cameron sowie andere kleinere Geschehnisse mit in die Kalkulation nehme, komme ich zu folgender Prognose. Das Erscheinen des Buches von Lou Elizondo am 20. August wird das Startsignal sein. Die teilweise abenteuerlichen Aussagen darin, die auch die Behauptungen von David Grush bestätigen, werden durch die zeitgleich oder kurz danach erscheinenden angekündigten Dokumentarfilme, einer von Lou Elizondo selbst und einer von James Fox, untermauert. Wenn nicht sogar durch neues, klares Bildmaterial, vielleicht Videos, bewiesen werden. Dazu gleich noch etwas. Ich persönlich vermute, dass Jeremy Corbell und George Knapp und oder Tom DeLonge und To The Stars in die Herstellung des Films von Elizondo involviert sind. Denn bisher hat noch niemand gesagt,
wer die Elizondo-Dokumentation eigentlich macht. Dazu wird der lang angekündigte Meinungsartikel von David Grush erscheinen und weitere Bomben platzen lassen. All das wird dann durch die für den Herbst angekündigten Anhörungen vor dem Kongress von 9 Whistleblowern bestätigt werden. Außerdem ist ja für den Herbst auch eine weitere Seoul-Konferenz geplant, diesmal direkt in Washington. Das Gewicht all dieser Enthüllungen wird dafür sorgen, dass die Gesetzgebung zur Offenlegung der UAP-Geheimnisse der US-Behörden diesmal auch tatsächlich durchgeht und somit den weiteren Weg für die Confirmation, also die Bestätigung einer fremden Präsenz, ebnet. Nicht nur durch die USA, sondern danach auch durch andere Länder, möglicherweise sogar durch die UN. Ich gewinne jedenfalls zunehmend den Eindruck, dass es sich bei dem Ganzen um ein ausgesprochen kompliziertes Schachspiel handelt, das eben nur Zug um Zug vorangeht und gewonnen werden kann. Der Widerstand ist jedenfalls eindeutig noch enorm. Natürlich kann ich mich auch irren und es passiert gar nichts und es gibt auch gar nichts zu enthüllen. Aber sollte sich auch nur ein Teil dieser Voraussagen erfüllen, wären wir einen gewaltigen Schritt weiter. Wie hat unter anderem Lou Elizondo in den letzten Jahren immer wieder gesagt, die Offenlegung ist kein Sprint, sie ist ein Marathon. So oder so scheinen wir uns aber gerade der Ziellinie zu nähern. Gut, das wär's für diesmal. Bitte dieses Video liken, verbreiten, kommentieren und vielleicht eine Kanalmitgliedschaft in Erwägung ziehen. Außerdem möchte ich daran erinnern, dass ich gerne für Vorträge und Diskussionsveranstaltungen zur Verfügung stehe. Es wird noch ein heißer Sommer. Bleiben wir am Ball. In diesem Sinne, genießt ihn noch, immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal.